Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play WoW. Wir sind immer noch hier bei den Felssetzern, heißen sie. Nein, Messerklauen, Jungtier. Um Eier zu sammeln, aber Felssetzer-Eier. In den Dinger, Felssetzer-Fleisch. Naja, gut. Und das Praktische ist ja, wie schon gesagt, die Dinger schmeißen auch Leder ab. Was wir dringend brauchen. Habe ich das jetzt nicht bekommen? Ja, nochmal probieren. Ich habe auch nichts aufploppen sehen. Ah, doch, ich habe es anscheinend doch bekommen. Fetzen. Sieht so aus, als wenn er auch mitgenommen werden möchte, ne? Findet ihr auch. Er ist mir quasi in den Bogen gelaufen. Oder ins Maul vom Aslan. Das habe ich auch oft gesagt. Der hat angefangen. Er wollte getötet werden. Auch wenn es gelbe waren. Er wollte getötet werden. Ja, das war schon richtig cool. Ich glaube, wenn das Feeling von damals nochmal so wäre, würde ich auch wieder normal WoW anfangen. Aber das fehlt ein bisschen. Also mir fehlt das. Ist so fad geworden. So. Und weil auch viele Leute, die damals gespielt haben, viel gespielt haben, jetzt auch nicht mehr da sind. Aber ich habe das, glaube ich, schon mal irgendwann erzählt. Dass die dann einfach weg waren. Man kommt online und puff. Habt ihr was von dem und dem gehört? Und oft hatte man ja auch die Handynummer oder die Telefonnummer von dem. Oder der. Und hat dann oft mal versucht anzurufen, zu schreiben. Aber irgendwie kam dann nichts mehr. Und nach 4, 5 Versuchen, irgendwann hat man auch keinen Bock mehr. Wenn man denkt, geht denn nicht ans Telefon. Man bekam ja auch nie einen Grund, warum die Leute einfach aufgehört haben. Es gab dann welche, die haben gesagt, für mich ist hier Schluss, ich habe keine Lust mehr, Spiel bringt mir nichts mehr. Ich mache erstmal Pause. Bis zum nächsten Addon. Es ist ja meistens absehbar, wann die Addons rauskommen. Von daher, doch gut. Kein Problem. Und der das damals gemacht hat, der ist dann auch noch auf den Stairs gekommen, weil er hat dann nicht aufgehört zu spielen, sondern hat andere Sachen gespielt. Wie Ion kam damals raus, hat er gespielt. Wildstar. Hat dann alles mögliche ausprobiert. Ich habe dann auch mal Pause gemacht, dann habe ich in der Zeit Herr der Ringe Online habe ich gespielt. Aber war nicht so mein Fall. Muss ich ehrlich sagen. Dann Age of Conan habe ich gespielt eine Zeit lang. Ging so. Meins war es auch nicht so ganz. Und zu Shooter oder so war noch nie meins. Aber so wirklich das Spiel, was mich gefesselt hat, war wirklich World of Warcraft. Ich finde, zu Shootern irgendwann hat man boah, noch eine Runde, aber das ist ja auch immer meistens dasselbe. Wenn man das rundenweise sieht, wie damals Counter-Strike oder so spielt. Ein Freund von mir war da auch hellauf begeistert von. Ich habe auch so in einer halben Stunde gesagt, gut. Irgendwie immer dasselbe. Dann, nee, ist ja doch irgendwie anders. Aber für mich war es halt dasselbe. Für mich war das nichts. Damit sich auch keiner auf den Fuß getreten fühlt oder so. So, ich glaube, wir können uns was herstellen. Oder auch nicht. Ja, wir haben keinen Faden. Das ist ja Mist. Naja, gut. Den Faden kriegen wir auch noch. Naja, cool. Aber die laufen uns, glaube ich, auch noch ins Messer. Ich sehe das. Ich habe da ein Auge für.
glaubt er mal gar nicht. Seht ihr, die haben uns angegriffen. Das war definitiv Notwehr. Vielleicht, wenn man die jetzt gekillt haben, wie viel Leder? Wenn man da noch genug Leder, vielleicht können wir uns direkt zwei Teile auch herstellen. Hex 7. Gucken, was der uns noch abschmeißt. Wie viel würden wir denn rauchen? 6. 5 sind 11. Jetzt haben wir 6, 7. Aber dafür brauchen wir übrigens nur 1, oder? 3, okay, das passt auf jeden Fall schon. Das damit passt noch nicht. Ah ja, gut. So. Der Fetzen. Ich glaube, das kommt leider nicht so hin. Aber man ist ja flexibel, ne? Stehen ja noch ein paar, bis wir da hinten sind. Wer weiß, ich meine, wir können 305, können wir nämlich jetzt auch ein, zwei neue Sachen lernen. Meistens geht das ja in 5er Schritten hier, manchmal auch in 10er Schritten. Ich meine, zu Anfang immer in 5er Schritten. Nämlich da, hoppala. Wieder was machen. Vielleicht können wir uns eine Brust auch oder so herstellen. Das wäre auch noch toll. Was haben wir denn für eine Brust an? Warte mal gucken. Obwohl, die ist recht gut. Die müsste schon wirklich gut sein. Oder vielleicht einen tollen Umhang. Wobei ich nicht weiß, ob ich hier schon als Lederverarbeitung tolle Umhänge machen kann. Ob die nicht wirklich Schneider machen können nur. Ich weiß. Damals konnte ich nämlich auch Umhänge machen mit Beweglichkeit und Stärke. Wird sich ja zeigen. Weil die Umhänge da sind nicht so prickly. Wie gesagt, wird sich zeigen. Okay, der hat uns auch nur dieses Kristall durchbohrte Leder gegeben. Das wäre ja nichts anderes hätte, der Lump. Upsala. Obwohl, dann kann ich direkt mal nachgucken. 300, okay, mit 310 kriegen wir das. Stiefel. Ich glaube, das stimmt irgendwas nicht. Teufelschuppenstiefel. Beim Lehrer. Und das Handschuhe. Teufelschuppenhandschuhe. Reiche Handschuhe. Wir gucken mal mehr. Ist, glaube ich, einfacher. Ah, hab's gesehen, in den Bogen gelaufen. Was sagen denn momentan so die Leute hier? Ich bin gerade am gucken, ob man eventuell irgendwas machen könnte. Sprich, Instanz oder so, aber sieht noch recht mau aus dafür. Na ja, gut. Packen wir uns auf den Tiger und geben mal unsere Quest ab. Ha, der bei uns auch fast in den Bogen gelaufen. Ein bisschen früher. Naja, gut.
Aber die haben gar nichts Grünes gedroppt, ne? Nö, nix. Die waren geizig. Die wollten uns nichts geben. So, da. Und ich mache gerne hier Höllenfeuerhalbinsel mache ich gerne Quests, weil die nämlich auch Ruf geben für Ehrenfeste, den brauchen wir nämlich ganz dringend. Wir brauchen, glaube ich, wohlwollend. Und zwar brauchen wir das wegen den Schlüsseln. Freundlich. Ja, wir haben jetzt ungefähr etwas mehr als die Hälfte an Ruf. Und allein durch die Quest weiß ich, dass wir schnell an den Ruf bekommen. Kommen. Wir kriegen pro abgeschlossene Quest ungefähr 250 Ruf. Zwar jetzt nicht von denen, wo wir die Quest abgeben können, aber hier von Ehrenfeste die ganzen Quests. Hier kriegen wir noch Ruf und hier kriegen wir auch teilweise Ruf für Ehrenfeste. Ja, nämlich nicht. Reduziert Bedrohung. Ausweichwertung. Nehmen wir uns die mit. Schön, dass ich helfen konnte. Ja, keine, genau. Das ist besser als das. Weil das, was wir anhatten, hat gar nichts. Aber nachher kriegen wir halt noch bessere Sachen an Trinkets. Es gibt wirklich coole Trinkets. Was? Jetzt hab ich nicht gelesen. 8 geläutete. Da schon was? Leitungsmischung. Ah, ja, ja, genau. Gerade überlegen. Von denen kriegen wir jetzt Fleisch. Truppen die. Das müssen wir läutern. Mit so einem komischen Elixier hier. Sieht aus wie Parfüm. Dieses komische Parfüm zu Valentinstag. Meine ich. Oder sah das anders aus? Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, das ist so. Oder so ähnlich. Das müssen wir dann gleich läutern. Und es gibt natürlich wieder Leder. Das finde ich sehr positiv. So weitergeht, können wir uns irgendwann alles selber nähen. Wenn wir mehr Ausweichzeug kriegen, können wir auch irgendwann denken. Mach mal einen auf Bärchen-Denk. Schöne Kiste. Ach so, ich dachte, da steht 50, aber nee, es stand 155. Also 155 Eber und wir haben Level Up. 56% jetzt. Also, so auf der Höllenfeuer-Halbinsel zieht es sich nämlich. Beziehungsweise so ab 60 bis 70. Die letzten 10 Level, die ziehen sich. Aber das ist meistens so. Weil das Server ist, glaube ich, gerade auf dem Stand, wo da jetzt ist ZA rausgekommen. Theoretisch läuft der Server. Also offiziell lief der, glaube ich, dann ein halbes Jahr oder so. Oder etwas länger. Ich weiß es nicht mehr so genau. Mal als nächster Schritt müsste nämlich Sonnenplateau kommen. Und ich habe nicht aufgepasst. Ich habe nicht aufgepasst. Lass mal was schlürfen. Ich glaube, ich kann, nee, mit 65 kann ich das neue trinken. Erst trinken dieses Dranaische Wasser, oder? Ich glaube, geläutertes Wasser oder so heißt das. Wie viel mussten wir? 8.
Die Sache ist die, ich weiß nicht, wie wir das nämlich jetzt läutern. Kann sein, dass es direkt funktioniert bei jedem Mal. Manchmal auch nicht. Aber werden wir ja sehen. So, zack. Klumpen Fleisch an den Kopf knallen. Wo sind denn unsere Freunde, die Ebers? Gucken. Da ist einer. Sieht komisch aus, aber ich glaube, dahinter ist ein Fels. Ja, okay, war nur ein Fels. Was steht denn da? Gott sei Dank. Der ist falsch. Das war ein Untoter. Untoter. So, schnappen wir uns den da. Halt an den Kopf knallen. Sehen ist durchgegangen. Bang! Oh, hier können wir, glaube ich, auch wieder Felshetter töten. Terrorbestien. Ah, genau, das sind die Terrorbestien. Und ich glaube, mit dem Sonnenbrunnen kommt auch das, die Skillung für die Pets. Ich habe irgendwie im Kopf, dass damals mein Bruder, der hatte das auch mit dieser Skillung, dass wenn das Pet Schaden macht, glücklich ist oder wird. Upsala. Wenn man anklickt, trifft man auch. Das tolle nachher an der Aspekt der Viper, dass man mehr schießen kann und dadurch theoretisch mehr Schaden macht. Aber ich glaube, wenn man den anhat, reduziert das irgendwie die Distanzkraft um 2%. Also zum Farmen super, aber für in Raid nicht so gut. Meine, wie gut das gehen wird, wenn wir dann Level 70 sind, ein bisschen gut equipped sind, wie schnell die umfallen hier. Dann sind das 2 Shots. Ich weiß nicht, ob wir die one-shotten können. Bevor ich irgendwas verspreche. Trinken nochmal was. Ah, sind wir ein Strunks. Aber gut. Gibt Schlimmeres. Wie viel Mana macht denn das eigentlich? 5100. Naja, gut. Ich glaube, das macht, ne? Pro Sekunde 170 Mana und die neueren ab 65 machen, glaube ich, 250 pro Sekunde. Geht da schneller mit dem Trinken. Das ist dann sehr positiv für uns. Ach, wir haben schon 8. Ach, wie die Zeit vergeht, wenn man farmt. Ich meine, questet. So. Wie die Dinge ausgehen, sehen wir in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt. Let's play WoW. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, wir sehen uns, auf Wiedersehen.